Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Kleiner Trotto, kleiner Trotto, lustig, frech und froh. Eselchen, du entdeckst deine Welt, tu, was dir gefällt. Trotto kann alles allein. Nein, Mamas Kuchen für den Muttertag backe ich allein. Na schön, Trotro. Falls du mich vielleicht doch brauchst, bin ich nebenan. Nein, ich kann das ganz allein. Man nehme einen Joghurt und einen Becher Mehl. Zwei Becher. Oh, es kommt nichts raus. Und nun wird alles gut durchgerührt. Rühre, rühre. Und nun noch etwas Öl. Ich kann das Rezept auswendig. Jetzt fehlt nur noch Zucker. Papa! Papa? Ja, Trotro? Ich brauche den Zucker, der da oben steht. Holst du ihn mir bitte? Soll ich ihn in den Topf schütten? Nein, das kann ich selber. Und ein Ei. Oh! Ui, Pech, runtergefallen. Schon wieder ging's daneben. Sieh an, ein nettes Ei, das in der Schüssel landet. Rühre und rühre. Und hopp, ab in die Form. Papa, mein Kuchen ist fertig. Aber ich stelle den Ofen an. Ja, und ich beobachte den Kuchen, während er backt. Das dauert eine halbe Stunde, Trotro. Dann haben wir ja Zeit, einen schönen Rosenstrauß für Mama zu pflücken. Au, ja. Das tut weh. Tja, sie pieksen. Rosen haben Dornen. Dann ist es besser, wenn du sie pflückst. Aber ich schenke Mama den Strauß ganz allein. Papa, der Kuchen ist fertig. Bitte hol ihn raus. Der Ofen ist ganz heiß. Das ist gefährlich. Wie der duftet. Mama wird sich freuen. Wenn Mama sich richtig freuen soll, dann muss aber die Küche aufgeräumt werden. Aber das schaffe ich nicht ganz allein. Hallo, ich bin zurück. Hier, für dich, Mama. Oh, so ein schöner Blumenstrauß. Vielen Dank, mein Kleiner. Komm, Mama, in der Küche wartet eine Überraschung. Den habe ich ganz allein gebacken. Oh, ein toller Kuchen. Vielen Dank, mein Trotro. Und die Küche ist so schön sauber. Die hat Papa ganz allein aufgeräumt. Danke, Papa. Hm. Und den leckeren Kuchen probieren kann ich auch ganz allein. Trotro, der Judo-Meister. Mama, sieh mal, mein toller Judo-Anzug. Der ist aber schön, mein Junge. Du siehst damit wie ein echter Meister aus. Der Judo-Lehrer ist zufrieden mit unserem Jungen. Er sagt, er sei sehr begabt. Ja, ha. Das freut mich, Trotro. Ich bin ein echter kleiner Judo-Meister. Zuerst mal, nur weil du den Anzug anhast, bist du noch lange kein Meister. Außerdem haben echte Judo-Meister einen farbigen Gürtel. Ja, das stimmt. Und dein Gürtel ist nur weiß. Aber... Mama, Mama! Ja? Welche Farbe hat der Gürtel von einem Judo-Meister? Das weiß ich auch nicht genau. Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Farben. Verschiedene? Wie beim Regenbogen? Ja, genau. Frag mal Papa, der müsste es wissen. Papa, Papa, welche Farben hat ein Regenbogen? Ein Regenbogen, das sind rot, orange, gelb, grün, blau, dunkelblau und lila. Wozu möchtest du das denn wissen, Trotro? Damit ich ein echter Judo-Meister sein kann. Ich finde, Papas Krawatten sind prima Judo-Gürtel. Blau, rot. Die anderen Farben weiß ich leider nicht mehr. Macht nichts, ich nehme sie alle.
Ich werde ein ganz, ganz, ganz starker kleiner Judo-Meister sein. Du holst mich nicht ein, Lilly. Du holst mich nicht ein. Nana, Lilly. Du bist... Seht ihr, jetzt bin ich ein ganz super starker Judo-Meister. Ich trage nämlich Gürtel in allen Farben. Ja, aber deinetwegen hat Lilly mich geschnappt. Du bist... Oh. Achtung, Lilly, jetzt muss Toto uns fangen. Du bist... Du fängst mich nicht, Lilly. Oh. Klasse, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin, Toto. Oh, ich auch, ich auch. Ich will auch eine Judo-Meisterin sein. Du kriegst meine Gürtel nicht, Nana. Yippie! Siehst du, Lilly, jetzt bin ich auch eine Judo-Meisterin. Das Gürtelspiel macht unheimlichen Spaß. Los, noch eins. Oh? Ja! Hurra! Ja! Na, 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 ich hab mehr Gürtel als ihr. Ich bin der stärkste kleine Judo-Meister von allen. Trotro kauft ein. Ich bin schon groß. Ich kann allein einkaufen. Ich kaufe sehr gerne ein. Selber aussuchen finde ich große Klasse. Ich weiß schon, was Mama alles braucht. Also das hier braucht sie. Hier, hopp, rein in den Wagen. Und das da, hopp, für Trotro. Eine blaue Tüte, eine rote Tüte und das nehme ich für Mama mit. Und das hier ist für Papa. Komme ich leider nicht dran. Dann brauche ich meinen Papa. Papa! Wo bist du? Papa! Papa! Hm? Ich bin hier, Trotro! Trotro! Oh. Ich hab dich nicht mehr gesehen. Du solltest doch in meiner Nähe bleiben, Trotro. Jetzt läufst du aber nicht mehr weg. Mit Papa einkaufen macht mir auch großen Spaß. Na, sage mal, mein Junge. Nichts als Kekse, Schokolade und Bonbons. Für wen soll denn das sein? Ich finde, du übertreibst ein bisschen. Das ist alles, was dein Trotro braucht. Oh. Trotro macht Mittagsschlaf. Dennoch. Trotro, es ist Zeit für den Mittagsschlaf. Oh nein, nein, nein! Doch, doch, doch. Wir räumen schnell auf und ab ins Bett. Ich will aber noch weiterspielen, Papa. Weißt du, Papa, ich bin wirklich nicht müde. Wenn du mit Lilly spielen willst, musst du dich erst ausruhen. Ich mag keinen Mittagsschlaf. Das ist langweilig. Und ich will keinen Mucks hören. Ich will jetzt spielen. Sei ganz leise, Teddy, und mach bloß keinen Lärm. Wir spielen ganz leise, hörst du? Ich baue dir ein schönes Haus.
Gefällt dir dein neues Häuschen? Ja? Tut, tut, tut! Wir wollen hier durch! Tut, tut! Oh, wir machen zu viel Lärm! Oh. Er schläft. Jetzt will ich ein bisschen mit dem Pferd reiten. Hüa! Hüa! Schneller! Schneller! Hüa! Eine Ente, ein Huhn, eine Gans, ein Küken. Aufstehen, Trotro! Du kannst rausgehen und mit Lilly spielen. Siehst du, du warst doch ganz müde, mein Kleiner. Was spielen wir, Trotro? Wettlaufen. Wer zuerst am Baum ist, hat gewonnen. Ist gut. Und los! Oh, ich bin zu müde. Ich möchte schlafen. Gewonnen! Oh, wollen wir schlafen gehen spielen? Das ist doch langweilig. Ich bin überhaupt nicht müde. Trotro? Trotro, gibst du mir bitte mal den roten Buntstift, sei so nett. Nein, den brauche ich danach gleich selber. Dann gib mir doch den gelben. Nein, den werde ich danach nämlich auch gleich brauchen. Gut, dann gib mir doch einfach den Stift, den du nicht brauchst. Nein, geht nicht. Das sind nämlich meine Stifte und ich brauche sie alle für mein Bild. Nein, du musst leider mit etwas anderem spielen, Lilly. Nicht an, das wackelt schon. Du machst ihn kaputt. Blöd. Daneben nicht. Nein, das nicht. Das ist mein Lieblingsbuch. Ich will es mir jetzt selbst ansehen. Gießt die Blumen. Oh. Puh, ist das heiß. Oh, die Blumen.
Was haben die denn? Guck mal, Teddy. Die sehen ganz müde aus. Und duften gar nicht mehr. Oh nein. Ist das heiß. Wasser ist sehr gut, wenn es so heiß ist. Oh, die Blumen, die brauchen auch Trinkwasser. Ich gebe ihnen was zu trinken. Ist das schwer? Oh! Puh, nicht der Sand hat Durst, sondern die Blumen. Mit dem Gartenschlauch geht das Gießen viel einfacher. Hier, Teddy, hilf mir mal. Achtung! Nein, nicht! Du blöder Schlauch! Getrunken, Teddy, aber die Blumen nicht. Schön langsam. Puh. Ich brauche viele Eimer Wasser. Viel zu viele, das schaffe ich niemals. Hm? Ah. Hä? Oh, Teddy. Meine Güte, Teddy, es regnet. Ja. Ja, juhu, ja, es regnet. Wasser, Wasser. Sieh mal, Teddy, die Blumen sind gerettet. Vielen Dank, lieber Regen. Vielen Dank, lieber Regen, dass du uns hilfst. Trotros Geschenk für Nana. Brumm, brumm. Trotro, hier ist ein Brief für dich. Ein Brief? Für mich? Klasse, ein Brief für mich. Wo ist er? Wo ist der Brief für mich? Da, auf dem Tisch, mein Trotro. Der ist ja groß. Oh, so eine schöne Karte. Schnell, Papa, was steht da drin? Trotro, du bist eingeladen, mit uns meinen Geburtstag zu feiern. Deine Nana. Oh ja, das ja, ist ja wunderbar, juhu. Trotro. Das ist eine Einladung von Nana. Toll, Mama, Nana hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Ja, das habe ich gehört, mein Kleiner. Schnell, ich brauche ein Geschenk. In der Kiste finde ich sicher ein schönes Geschenk. Das Auto? Nein. Ein Tuschkasten? Nein. Ein Eimerchen? Nein. Ah, das! Auch nicht. Ah, das ist gut. Mein altes, schönes Kuscheltuch. Guck mal, Mama, ich habe mein Geburtstagsgeschenk für Nana gefunden. Trotro, du schenkst dir doch kein altes Kuscheltuch. Warum denn nicht? Es ist schön warm und kuschelig. Ja, mein Kleiner, aber Nana hat bestimmt ein eigenes Kuscheltuch. Warum bist du so traurig, mein Kleiner? Mama will nicht, dass ich Nana mein Kuscheltuch schenke. Da hat sie vielleicht nicht ganz unrecht. Weißt du, Trotro, die meisten Mädchen haben Blumen sehr gern. Du kannst dir doch eine hübsche Kette aus Blumen machen. Ah. Ich zeig dir, wie das geht. So, pass mal auf. Du pflückst viele Gänseblümchen mit einem schönen, langen Stiel. Danke, Trotro. Und nun knoten wir sie immer an ihren Stielen zusammen. So kriegen wir eine schöne, lange Kette. Na, bist du soweit? Kann ich so gehen, Mama? Oh, du siehst hervorragend aus, Trotro. Hier, das ist mein Geschenk für Nana. Danke, Mama. Thank you.
Herzlichen Glückwunsch, Nana. Oh, danke. Und das hier habe ich für dich gemacht. Oh, ist das süß. Ich liebe Gänseblümchen. Ich freue mich sehr über dein Geschenk. Danke, Trotro. Komm, gehen wir spielen. Lilly ist auch schon da. Sie hat mir ein Küsschen gegeben. Na komm. Trotro spielt im Haus. Ich liebe Erdbeerkuchen. Trink aus, Trotro. Ich will einen kleinen Spaziergang machen, mein Junge. Möchtest du mitkommen? Nein, Papa. Ich bleib lieber zu Hause. Heute Nachmittag kommt nämlich Boba zu mir zum Spielen. Wie du willst. Dann bis nachher. Bis nachher. Wo bleibt denn Bobo? Hab Geduld. Das dauert noch ein bisschen. Er kommt erst heute Nachmittag zum Kuchenessen. Spiel doch so lange allein. Ich will nicht alleine spielen. Mir ist langweilig. Hier gibt's überhaupt nichts zu tun. Da steht ja der neue Schaukelstuhl von Papa. Den probiere ich aus. Es macht Spaß, mit Papas neuem Stuhl zu schaukeln. Was gibt's denn hier im Haus noch Lustiges zu spielen? Auf dem Teppich kann man sich ja tolle Purzelbäume machen. Ich werde meinen Rekord brechen. Und eins, und zwei, und drei. Oh, ups. Puh, beinahe hätte ich die Vase kaputt gemacht. Zum Glück ist mir noch ein anderes Spiel eingefallen. Hopp. Ja. Was für ein super-duper Trampolin! Und hopp auf den Füßen! Und hopp auf den Po! Und hopp auf dem Rücken! Ha, ich hüpfe zu gern auf dem Bett rum! Und hier haben wir ein tolles Versteck. Aber... es gibt ja gar keinen, der mich sucht. Oh. Trotro? Hm? Bobo ist da. Klasse, na endlich. Ich bleib hier in meinem Versteck, damit Bobo mich sucht. Hoffentlich findet er mich ganz schnell. Trotro? Trotro? Wo bist du? Wow! Hast du mich erschreckt, Trotro? Das war ja ein tolles Versteck. Ich weiß noch eins, Bobo. Komm mit. Das ist wie in einem kleinen Zelt. Bei euch kann man überall spielen. Das ist toll, Trotro. Ja, hier kann man immer was Lustiges machen. Besonders, wenn mein Freund Bobo zum Spielen da ist.